Moin Moin, liebe Freunde des gepflegten Allsports und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Carsten Neumann vor der Kamera. Ich melde mich mal hinter der Kamera mal als Abwechslung. Carsten, was haben wir heute vor? Wir haben uns ja heute in der Barweiler Mühle getroffen. Wir haben heute ein Paladin-Event zusammen mit der Barweiler Mühle, mit Thomas. Machen ein schönes Gemeinschaftsangeln. Natürlich wollen wir in dem Zuge ein paar neue Sachen von uns ausprobieren. Unsere brandneuen Forellenruten haben wir heute im Einsatz. Und noch ein bisschen anderes neues Tackle, was wir alles mal ausprobieren wollen. Ich hoffe auf einen gemeinsamen schönen Tag mit ein paar dicken Fischen und dass wir ein bisschen was vor die Kamera kriegen. Ja, moin moin. Ja, alle stehen bereit, die Ruten sind scharf. Gucken wir mal, ob wir heute mal einen richtig dicken drauf kriegen. Dafür haben wir auch passend den dicken Kescher mitgenommen. Da soll heute mal einer reingehen und dann schauen wir mal, was heute noch an Band kommt. Ne? Hallo, ich bin der Jens und wir sind heute hier beim Paladin-Fischen in der Barweiler Mühle. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß und Erfolg und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Schön, dass ihr alle da seid, heute zu dem Gemeinschaftsevent von der Barweiler Mühle und Paladin. Ich hoffe, dass wir zusammen, bin ich auch sicher, einen tollen Angeltag verleben. Wir starten, so würde ich sagen, gleich, wenn alle bereit sind, so gegen 7:45 oder was. Gucken wir, dass jeder die Routen am Start hat und da haben wir auch eine kleine Tombola vorbereitet. Wollen wir gucken, dass wir ein paar schöne dicke Fische heute fangen und dann wünsche ich uns allen viel Spaß und Erfolg am heutigen Angeltag. Ne? Auf geht's! Petri Heil an alle! So langsam fertig werden! Alle! Feuer frei! Achtung, komm rüber! Ja, direkt die neue Olympic Tremarella im Härtetest. Eine richtig große eingestiegen. So soll es sein. Macht auch eine schöne Figur, ne, im Drill. Fast so schön wie meine Figur. Ah ja. Aber ich kann nicht verstehen. Also der hält wirklich richtig dagegen, der Kollege. Aber ich hoffe, das geht alles gut. Was meinst du, ist das so ein Eifelmonster oder? Das ist schon ist ein richtig schöner Fisch. So ein kleiner Kescher mitgebracht. Ja, stimmt, der ist echt klein. Jetzt lieber wie im Hintergrund beim Carsten hier mal einen dicken Kescher. Ich habe auch da vorne einen dicken. Hier, der Nachbar hat den richtigen Kescher gehabt. Mensch, zu kleiner Kescher. Arsch hier. Petri, das ist mal ein Moped. Schön, Jungs. Du hast einen schönen Goldbarren. Richtig. Top. Petri, dank. Weiter geht's. Kleine Fische hier. Weiter geht's. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wahnsinn, hat er wieder. Ja, jetzt geht er aber noch. Aber meiner nimmt noch. Nicht so entschlossen, ne? Nicht so richtig. Er ist ganz tief, weißt du? Er ist aber nicht. Aber trotzdem, diesmal hängt er. Warten hat sich ausgezahlt. Geduld ist eine Tugend, da hast du recht. Thank you.
Da hat wieder eine schnabuliert. Mal ein bisschen schlucken lassen. Aber sag mal, hast du auch ein bisschen Teig schnabuliert, weil du hast auch ein bisschen an der Nase. Ja, ich probiere den immer. Nur dann ein bisschen Glitzer, das lockt. Das ist der Glücksbringer. Glitzer auf der Lippe. Du setzt jetzt den Anhieb, denke ich mal. Ich gehe auf Tuchfühlung und dann... Mensch, Live bis HD. Live bis, genau. Ah, die Rolle summt. Ja. So soll es sein, ne? So soll es sein. Schön. Auch wieder schöner Fisch. Und passend, wie der Name sagt, Olympic, halt in den Farben Gold, Silber und Bronze. Und ja, die drei, die ich jetzt gerade fische, ist die etwas härtere, aber immer noch eine ganz, ganz weiche Rute. Ja, aber passend zu dem heutigen Tag, ne? Mit ja, Dicken. Und gerade auf die Großforellen, selbst wenn man mal die Bremse ein bisschen härter eingestellt hat, federt halt so eine weiche Rute auch super die Schläge der Fische ab. Und ja, da braucht man keine Angst haben vor feinen Ruten bei großen Fischen. Das ist manchmal eher förderlich, als wenn man da so einen steifen Stock da fischt. Ne? Also das ist... Und gleichzeitig macht das natürlich auch einen riesen Fetz, an so einer feinen Rute dann so einen großen Fisch zu drillen. Das ist halt auch eine ganz coole Geschichte. Gesehen habe ich noch nicht. Jetzt lässt er sich das erste Mal zeigen. Ist jetzt kein Monster, aber eine schöne. Ja, der Hauptpreis ist unsere ganz neue Olympic Primarella Route. Also wirklich ein feines Stöckchen. Wie gesagt, viel Glück. Wollen wir schauen, wer sie gewinnt. Die 10, glaube ich. Ne, die 6. Die 22. Ach ja. Sag nix. Doch, hab ich jetzt gerade durchgeführt, oder? Keine Ahnung. Doch, tatsächlich. Ja. Carsten, einer hat das Sahnestückchen hier gefangen. Ja. Ach, gefangen, gewonnen. Klasse. Vor allem richtig schön, dass nicht einer aus dem Paladin-Team war. Das freut mich besonders. Nee, richtig schicke Route, tolle Fuji-Ringe, Fuji-Rollenhalter, also wirklich nur Qualitätskomponenten da dran. Und was wir hier auch ein bisschen besonders gemacht haben, im Gegensatz zu allen bestehenden Tremarella-Routen auf dem Markt, haben wir den Starterring ein bisschen weiter weggestellt. Jeder kennt das, wenn draußen es ein bisschen feuchter ist oder regnet halt, dass die Schnur oft am Lenk haftet und so ein bisschen beim Werfen hindert. Und das haben wir halt damit schön abstellen können, dass der Starterring etwas mehr Abstand hat als gewöhnlich. Ne? Ja, und ansonsten, du montierst sie direkt oder wie sieht's aus? Ja, ich schau mal. Ich denke mal, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Viel Positives über die Route gehört. Deswegen umso mehr freue ich mich darüber, dass ich die gewonnen habe und auch mal testen kann am Wasser. Ja. Auf den ersten richtig dicken damit. Dankeschön. Vorgehensweise, Köder, Rechmontage, ja, und sowas. Wie gesagt, dazu. Das sage ich ja sonst auch schon mal in den Videos. Am Forellenteich muss man flexibel sein. Jeder Tag ist ein bisschen anders. Heute ist ganz klar langsames Schleppen mit Paste der absolute Favorit. UL funktioniert heute nicht ganz so gut, weil die Fische so ein bisschen zaghafter und vielleicht auch durch die kalten Temperaturen auch ein bisschen ruhiger geworden sind. Also ist heute Schleppen mit der Pose und Paste ist heute allererste Wahl. Ne? Dadurch, dass die Fische eben tief stehen, habe ich heute dann natürlich auch bei der Pose eine Bleimontage und kein Glas. Den Erfolg bringt wirklich sehr, sehr langsames Schleppen. Ne? Also schön langsam weg und ja, dann steigt noch nach und nach immer wieder einer ein. Ne?
Ast rein. So, liebe Freunde, der Angeltag oder für mich der Angeltag neigt sich langsam dem Ende zu. Es war mir eine Freude und eine Ehre, in Barweiler hier den Angeltag von Paladin von Carsten Neumann zu begleiten. Und ja, Carsten, ansonsten überlasse ich dir das letzte Wort. Wie hat es dir gefallen? War ein traumhafter Tag. Ich glaube, alle Angler auch wirklich super zufrieden. Ich glaube, es hat jeder Fisch gefangen. Jeder. Richtig tolle, große Forellen. Und wirklich nicht einer ist ohne Fisch geblieben. Ja, da bin ich glücklich. Und das Besondere, was mir richtig positiv aufgefallen ist heute, die Hilfsbereitschaft und die Kameradschaft heute hier an dem Teich. Das sieht man nicht jedes Mal oder nicht tagtäglich. Nein, ganz toll. Es also, wurden die Routen rausgenommen, genau. Es wird sich beim Keschern geholfen. Also so soll es eigentlich immer sein am Forellensee. Genau. So wünsche ich mir das. So, ansonsten bleibt uns ja auch nichts anderes über zu sagen. Carsten, ich verabschiede mich. Ja, vielen Dank für deinen Einsatz wieder. Und war ein toller Tag dafür. Mit dir. Und ansonsten, liebe Leute, falls ihr Interesse habt, auch Bock, dicke Fische zu fangen. Seid ihr hier? Genau. Goldrichtig. Barweiler Mühle, die richtige Adresse für dicke, viele und wunderschöne Fische. Macht es gut, haut rein. Ciao, ciao. Bis dann wieder.